Oh, Sony gibt's immer noch? Nice. Hat er nicht gesagt. Hat er so gesagt und so gemeint. Yo, PlayStation Studios. Die kenne ich nicht. Die kenne ich auch nicht. Und die kennt eh keiner. Ja, die haben hier und da mal vielleicht einen Film rausgebracht oder so, aber das war's auch. Yo, ich... Ja, das Video geht erstmal schön mit dem Egoisten-Modus los. Moment, irgendwie merke ich den Controller gar nicht. Wo ist der Controller? Wo kann ich irgendwie... Kann ich irgendwie... Hallo? Danke, cool. Yo, Spider-Man, eine sehr unbekannte Figur aus dem Marvel-Universum. Nicht ganz, so ein bisschen das Gegenteil. Ich, habe da ein oder zwei Vögelchen zwitschern gehört, die sagten, dass der zweite Teil bald rauskommt. Spider-Man 2 ist auf dem Weg in die... Was wollte ich gerade sagen, in die, Ladenregale. Dadurch, dass heute alles digital verkauft wird, möchte ich das so zur Hälfte irgendwie bezweifeln. Ich denke, das wandert dann eher so in die Steam oder PlayStation-Regale. Steam wahrscheinlich eher später. So, und ich verrenne mich mal wieder komplett am Anfang. Ich habe mir jedenfalls gedacht, wenn Teil 2 auf dem Weg ist, dann sollte ich vielleicht irgendwann doch mal Teil 1 gespielt haben. Ja, und ich denke, der Moment ist gekommen, das mal endlich nachzuholen. So, somit O. Ja. Obligatorisch erstmal hier schön durch die ganzen Menüs durchgehen. Aus Tastenbedingungen, ja, muss ich mir gleich eher alles im Spiel beibringen lassen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das genau spielen muss. Ich hab's irgendwann mal bei irgendwem geschaut. Ja, das Let's Play vor, oh, keine Ahnung, wie hat das Spiel schon? 4 Jahre? 5? 3? 2? Ich hab keine Ahnung. Irgendwann kann mir noch mal, ja, nicht der DLC, sondern, nee, dann auch nicht. Das war ein eigenes Spiel, ne? Miles Morales raus. Also die Version mit ihm dann. Richtig nice. Und dann haben sie jetzt gesagt, jo, dann kommt nochmal Spider-Man 2 irgendwann raus. Und irgendwann heißt am 20. Oktober 23, wenn ich dem Internet glauben darf. Und da eh alles, was im Internet steht, auch stimmt, glaube ich das einfach mal. So, Spiel. Rätsel überspringen. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Die Option aktiviert, können Stromkreis, Spektral und Überwachungsturm-Rätsel sofort übersprungen werden. Ja, wie heiße ich denn? Moment, wie heiße ich nochmal? Ne, egal. So, Tipp, Bildschirm anzeigen. Tipp, Bildschirm beim Stadt anzeigen. Nö, Schnellreise 10 anzeigen. U-Bahn 10 bei Schnellreise anzeigen. Okay, das nehme ich erstmal mit. Das klingt witzig, warum das aus ist. Okay. Ja, nehme ich einfach mit. Nice, Kamera wackeln. Yo, gib mir das. Bitte so, dass der Monitor direkt aus dem Raum hier raus wackelt. Heads-up-Display, bereit. Missionswegpunkt, Anzeige, immer anzeigen, bla bla bla. So, Minikarte, ja bitte. Lufttrick-Benachrichtigung. P-Belohnung für Lufttricks werden auf der rechten Bildschirmseite angezeigt, ja bitte. Datensammlung begrenzt. Vollständig, nee, vollständig begrenzt. Genau, ja, irgendwie irgendwas. Jo, ich bin mir übrigens durchaus bewusst, dass das kein neues Spiel ist, aber wie gesagt, ich würde mir die Gelegenheit jetzt einfach mal nicht nehmen lassen, um das mal endlich nachzuholen. Ich spiele die, wie heißt die, nicht Definitive Edition oder irgendwelche anderen Zungenbrecher mit F, sondern, die Remastered? Ja, ne? Ich glaube, die Remastered-Version für den PC. Und ich denke, dass ich auf jeden Fall so die Main Story Points auf jeden Fall so mitnehme, also aufzeichnen werde und den Rest, ja, so Sammelsachen oder so, das mache ich halt zwischendurch irgendwie, ne? Also das, was man so normal macht, so wie der Reflex, niedrige Latenzzeit, irgendwas eingestellt, genau. Knackiges 4K, nicer Dicer. Ich habe generell die Voreinstellung allerdings auf, Moment, wo ist nochmal RB, genau. Auf hochgelassen, auf sehr hoch fängt es dann ganz, ganz leicht an zu ruckeln. Und da habe ich keinen Bock drauf. Aber das Spiel sieht auch so wirklich hervorragend aus. Dann ist so, ey, das gucke ich doch nicht mehr. So. Warte, bla bla bla. HDR, papierweiß.
Genau. Schön mit Chlor gebleicht und wird immer. Was? Moment. Der ist Super Resolution. Aha. Die Ultraleistung nehme ich mit. Ja, irgendwie irgendwas. Kann sein, dass ich das zwischendurch mal nachskaliere leicht, dass es dann besser oder schlechter aussieht. Ne, Moment, schlechter macht keinen Sinn. Egal. Lass den verwirrten Menschen reden. Monitor. Ja, das ist schon ganz gut. Ja. Kraftkarte wird nicht mit angezeigt. Das ist selbstverständlich noch eine 3080, die ich verwende. Aber selbst die läuft ja langsam aus. Von der Aktualität. Ist das ein Wort? Weiß ich nicht. So, Barrierefreiheit. Keine Ahnung. Jetzt werde ich das automatische Rätsel-Dingens doch mitnehmen. Hast du die Mausoption an? Aber ich spiele auch gar nicht mehr Maus. Controller, yo. Zunterstellung klassisch, Barrierefreiheit, Atomexplosion, je nachdem wie stark der rütteln soll. DualSense, Wireless Controller. Gerade mal einfällt, ich hätte tatsächlich gerne einmal einen von diesen PlayStation 5 Controllern, um mal festzustellen, ob dieses Rumble-Dingens oder ob dieses. Wie heißt das, dieses DualSense? Also das ist das ja, ne? Ne, oder heißt der so? Ich glaube, der heißt DualSense, aber diese Zusatzfunktion, die der hat, mit diesem Feedback oder so, das würde ich echt gerne mal, ja, ausprobieren. Keine Ahnung. Ich kenn's nicht. Ich habe keine PlayStation 5. Ich gehöre leider zu den Leuten, die keine PS5 haben. So. Ja, Grafik habe ich eingestellt. Benchmark-Test mache ich jetzt nicht. Empfohlen von Onkel Bench. So. Und, ja. PSN, PlayStation Network? Nö, mach ich nicht. Ja, so, ich hab einmal geguckt, Schande über mein Haupt, ob das mit der Grafik auch so hinhaut. Ja, wird schon. Und hier kann ich, den Platz 0 nehmen. Cool, Hauptstory, 1%, wo der auch immer hinkommt. 24.09.23, das ist nicht ganz richtig. Kann ich? Hä? Komm ich denn eigentlich wieder zurück? Auswählen, Profil auswählen. Aha! Okay. Das ist erstaunlich spektakulär, würde ich sagen. Gott, war der schlecht. So, eine freundschaftlich nette Nachbarschaft. Genau. So, diese Einstellung ist für Spieler, die in den Kämpfen nur minimal gefordert werden möchten. Ja, das. Kommt hin. Pete kann im Kampf nicht außer Gefecht gesetzt werden. Okay. Wer ist Pete? Nein, diese Einstellung ist für Spieler, die Story ohne Herausforderung Kämpfe genießen möchten. Nein, danke. Diese Einstellung ist für Spieler, die ein ausgeglichenes Erlebnis mit gewisser Herausforderung wünschen. Und für die ganzen Masochisten da draußen, diese Einstellung ist für Spieler, die herausfordernde Kämpfe möchten. Die Gegner sind stärker und etwas aggressiver. Genau, so wie die Menschen in der Duisburger Stadtmitte. So, das sieht so aus, als würden da noch Plätze fehlen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also unter Spectre Player ist da noch ein bisschen Platz. Vielleicht ist dabei doch mal mein Schwierigkeitsgrad dabei. Ich würde es jedenfalls auf spektakulär spielen. Und ich beginne das Spiel mit den Worten: Jeder hat seinen Parkplatz, doch dieser hier ist meiner. Beachte den Titel des Videos. So, ja, wo ist denn. Ah. Achso, es geht noch gar nicht los. Cool. Entschuldigung, Textsprache: German. Ja, Italienisch bitte. Ist auch geil, wie unten. Die Textsprache Polnisch und unten links stehen dann jedes Mal noch die, also nochmal die Übersetzung dafür. Ja, Polnisch, ich wusste nicht, dass das Polnisch heißt. Portugiesisch, ja, danke. Das kommt garantiert nicht gut an. Spanisch. Schwedisch. Mein Gott, ja, und hier brauchten wir ganz besonders viel Platz. Brasilianisches Portugiesisch. Alter, du kannst ja alles auswählen. Ich hätte gern Althebräisch. Griechisch. Dänisch. Wo war denn hier Deutsch? Jo, alles klar. Das war standardmäßig, entspricht die Sprache der Voice-Overs im Spiel der Sprache, die für das Spiel in Steam ausgewählt wurde. Diese Option ermöglicht dir stattdessen das englische Original der Voice-Overs zu hören. Um das Spiel mit einer anderen Voice-Over-Sprache zu spielen, wähle bitte eine andere Sprache im Steam aus. In Steam, nicht im. Im Dampf. Passe die Gameplay-Option an. Genau, das habe ich gerade schon, aber dann muss ich. Genau. Anpassen. Bleach. Untertitel. Untertitel. Ist, wenn viel gleichzeitig passiert, tatsächlich gar nicht mal so doof. Untertitelgröße. Ja, größtmöglich. Achso, unten. Und wird das sogar angezeigt?
Mhm. Untertitel Hintergrundfarbe. Das finde ich sehr nett, dass mich das Spiel das einstellen lässt. For whatever reason. Nee, lass mal so. Obwohl, pass auf. Guck mal, ich mach's mal in den Admiralfarben. Titelfarben, dann nehmen wir einfach mal hier rot. Oh, das muss ebenfalls rot. Ne, Moment. Ja, so ist gut. Dann weiß ich, wer redet, aber ich kann es nicht lesen. Grün? Oh Gott, das sieht immer richtig hässlich aus. Okay, so kann ich es wieder nicht lesen. Ja, ist ganz weird. Ach komm, ne, ist halt jetzt, ne, sind jetzt nicht meine Farben, aber das ist egal. So, das letzte Ä wurde geaddet und damit drücke ich auf A für Start. Ja, lad noch ein bisschen länger, das ist völlig okay. Ich habe auch nichts mehr vor und so. Termine, die ich alle absagen kann. Haben die jetzt nicht auch für die Remastered-Version die Fresse von dem geändert? Der sieht jetzt anders aus, ne? Als vorher? Warum? Die Gläser hätten auch bei mir stehen können. Fisch. Der gute alte Fisch. Alle Einheiten Stufe 4 Mobilisierung. Einsatzort Fisk Tower. Fisk? Kann dieses Monster da eigentlich die Nudeln nicht essen? Und die Pizza. Ja, Anzeige ist raus. Und damit auch der Typ mit dem Spinnenanzug. Sind ja auch keiner irgendwie immer erwischt, wie er aus dem Fenster springt. Ja, okay, aber das sind so Luxusprobleme. Halte RT, um zu schwingen. Wo ist RT? RT, okay. Manchmal habe ich es ja so ein bisschen mit den Tasten. Ja, ich habe es schon mal geübt. Ich weiß, ich kann euch nicht verarschen. So, drücke A, während du RT gedrückt hältst, um zu springen und schneller zu werden. Please. Ich habe hier, ich nehme hier ein paar negative Schwingungen wahr. Und es ist jetzt schon ein Genuss. Habt ihr ihn schon geschnappt? Nein, wir sind am Fisk Tower. Ups. Warten aber noch auf den Haftbefehl. Was dagegen, wenn ich mitmische? Du weißt, wie seine Anwälte sind. Es muss alles nach Vorschrift laufen. Komm schon, Juri, ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Ach, die Anwälte wieder. Dann auf zum Times Square. Wie es aussieht, halten seine Männer meinen Nachschub auf. Alles klar, bin schon fast da. Wollte ich gar nicht hin. Okay. Ich hab's ja immer nur aus Berichten gehört und so, dass das, wie soll man sagen, das Schwingerlebnis von diesem Spiel der absolute Hammer sein soll. Und nein, die... Aua. Ja, genau. Schön mit dem Gesicht erstmal aufs Gebäude. Da bekommt der Begriff Wolkenkratzer einen ganz neuen Begriff. Und der Begriff Gebäude im Weg ebenfalls. Kann ich da lang? Ja. Ja, den Weg habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht genommen.
Parker? Moin. Wo sind Sie? Wir müssen mindestens einen Probelauf machen, bevor die Fachkommission eintrifft. Oh, ja, tut mir leid. Ja, ich war gerade beschäftigt. Persönliches Problem. Ich komme sofort. Versprochen. Wie soll ich das denn jetzt nennen? Die Next Experience oder so? Zu meiner echten Arbeit. Genau, die echte Arbeit. Warum lässt er sich dafür eigentlich nicht mal bezahlen? Wenn du eigentlich Mitglied der Avengers bist, ne? Warum hast du dann eigentlich keine Kohle? Scheint die Kavallerie angefordert zu haben. Also jetzt vielleicht noch nicht, aber ne, später oder gar nicht, je nach Universum. Gibt ja 5 Millionen bei Spider-Man. Ja. Ein ganz normaler Dienstag. Wir brauchen mehr Leute! 1032, Times Square, Officer unter Beschuss! Zeit für den Rambock. Sie haben unsere Donuts erschossen. Weg! Falls da ein Fahrer drin war, der hat es jetzt ein kleines bisschen schlechter. Holt ihn euch! Morgen, Jungs! Moin! Lust Morgen, auf eine Portion Schmerzen zum Frühstück? Netzschlag. Schmerzen! Ja, ein paar frische Backpfeifen aus dem Ofen. Dein Schwindsinn blitzt um deinen Kopf, um dich vor eingehenden Angriffen zu warnen. Punkt. Wenn du dies siehst, mach dich bereit zum Ausweichen. Ja, ich kann auf B ausweichen. B für Ausweichen. Vorsicht, oh. Ich habe heute Lust, mich zu prügeln. Oh, die haben tatsächlich ein bisschen... machen tatsächlich mal Damage. Aber hab ich auch so eingestellt. Ah, der Rücken ist für alle Zeiten ausgerenkt. Genauso wie das Kinn. Wer schießt denn eigentlich die ganze Zeit schon wieder auf mich? Das sieht nicht gut aus. Ach. Ton ist auch nicht okay, das muss ich dann später bei den Aufnahmen... mir mal anschauen und gegebenenfalls nachjustieren. So, RB ist da. Oh, das hat eine Menge Typen auf seiner Gehaltsliste. Und du kriegst ein paar Schwimmbeben. Okay. Ah. Spider-Man, wie sieht's aus? Fast fertig hier. Und bei dir? Ja, ein, zwei Leute. Wir gehen jetzt rein. Bin gleich da. Ich freue mich schon auf Willys Gesicht, wenn du ihm die Handschellen anlegst. Willy. Ja, endlich mal Willy Wonka das Handwerk legen. Ciao. Genauso wie dem Typen. Ah, Kämpfe geht aber echt locker flockig von der Hand. Kann ich hier nicht irgendwie... Moment, ich kann noch LB... Ja, und den ganzen den Deckel aufsetzen. Boah, du stehst doch nie wieder auf, wenn du so... Okay. Du stehst doch einfach nie wieder auf im Leben, wenn du so einen Gullideckel vors Gesicht kriegst, oder? Okay, Yuri, erledigt. Was ist? Entschuldigung. Yuri? Yuri! Ich hätte den Bodensalat nicht essen sollen. Tada! Ich wusste, dass Fisch nicht einfach abdanken würde. Ja. Ich spiele auch kein Basketball. Okay. Denglisch wieder etwas best, ne? Aber da kannst du ja auch ordentlich abdanken. Alter, irgendwas war heute wieder im Kaffee drin. So. Fisch. Ruf mehr Verstärkung. Und regelt den Luftraum ab. Yuri, alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Na, ich werde dann mal... Dann mal los. Ja! Es ist soweit, Willy. Aufgepasst! Hey, wo willst du denn hin? Fang! Ich mach den Weg frei, folgt mir! Ja, bleib doch oben mal sitzen. Okay, erstmal eine schöne Deckung. Wie kann ich denn... Achso. Erstmal kann ich überhaupt nichts. Das ist einer von den Guten. Please. Was denn... Tja, wo ist die Orientierung hin, wenn man sie braucht? Aber... ich weiß nicht, wo die Leute sind.
Netzschlag, okay. Ja, genau. Stehen in Flammen. Du kommst jetzt erstmal zu mir. Komm wieder runter! Ich bin doch hier. Was willst du denn? Bei Fokus auf. Moment. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst. Du wirkst mehr Schaden, wenn du mehr Fokus hast. Fokus, Fokus. Erhöhe deinen Kombozähler, um deinen Fokus schneller wachsen zu lassen. Erhalte Bonusfokus in Luftkämpfen. Schlechte Nachrichten. Ihr schafft das nicht, Kumpel. Aua. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Das war echt uncool mit dem Schießen. Kampfsystem ist eigentlich das von Batman, wenn man so möchte. Außer, dass der auch ein bisschen mehr rumspringt als Aua. Ja, okay. Das nennt man falls hier irgendwie irgendwas. Boom. Ne, das stimmt. Ich bin auch wieder down. Genau jetzt. Ja, ist ja okay. Ist ja auch gut, dass das Spiel schwer ist. Mach den Weg frei, folgt mir! Alles gut. Ganz genau! Hä? Achso, ne, Moment. Ja, genau, Fokus wieder, danke. Ja, ich kenn. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Schlechte Nachrichten! Ihr schafft das nicht, Kumpel! Spider-Man hier! Spider-Man! Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs! Der Superspinner! Oh, ja, schön mit dem. Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Nein, nein. Der Boss will deinen Kopf. Arbeitsfähige Feindesumgebung. Er darf uns nicht besiegen. Besiegen? Was zur Hölle ist das Zeug? Wir schaffen das. Das habe ich selbst hergestellt. Aus was willst du gar nicht wissen? Mach dir auf Schmerzen gefasst. Ja, genau. Fokusleiste voll. Okay, dann mach ich jetzt mehr Damage. Okay, ich habe gerade genau gesehen, dass er seinen Kumpel erschossen hat. Au! Kann man irgendwie heilen, oder darf ich das heute nicht? Ist doch gut so, das Wort kann ich nicht schreiben. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Aber wie? Nutze nach unten drücken, um dich zu heilen. Drück. Die Schützen ausschalten. Drücke LT und RT, um einen zu Punktschwingen-Move. Irgendwie. Jetzt bin ich schön durchs Feuer durchgelatscht. Nice. Moin. Okay, ich mach wieder Fokus. Sonst hat sich das gleich ausgeschwungen. Hört doch mal auf mich zu schießen. Gefällt dir das, Spider-Man? Nicht so ganz. Wow. Dass mich jetzt nicht getroffen hat. Aua. Ich hab LT gedrückt. Nee, was hab ich gedrückt? LB für Lichtschwert-Defense von, ne? Ich glaube, das waren alle. Order und von, wie heißt das heute nochmal? Hab ich vergessen. Los! Last Survivor, danke Gehirn. Die Aufzüge sind abgeschaltet. Nehmt die Treppe. Ich mag es lieber etwas direkter. Ja, okay. Spider-Man, Status? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Und Fisk hat bewaffnete Männer auf jeder Etage. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Ich muss ihn finden und die Sache beenden. Noch nicht. Wir haben ein Gespräch abgehört. Sie löschen alle Daten von ihren Servern. Wir brauchen Beweise, wenn wir ihn dingfest machen wollen. Okay, auf in den Serverraum. Ach, Beweise braucht doch keiner. Wie läuft der eigentlich? May ruft an. Ich gehe besser ran. Hallo, Tante May. Was ist das für ein Lärm? Ich sehe mir einen Superheldenfilm an. Was gibt's? Wollte nur fragen, ob es bei unserem Abendessen morgen bleibt? Na klar. Hey, ich muss los. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch. Ist ein sehr immersiver Film. Okay. Halte, was? Für was gedrückt? Ja, natürlich! Okay, ja, ja. Er rennt einfach nach oben. Na gut. Kann ich mal wieder in der Wand hochlaufen? So, das ist ja mal so ein Bruce Willis Geheimgang. Da kann ich noch hoch. Irgendwie.
irgendwann findet man den. Das wäre echt so ein richtig geiles Easter Egg, wenn du den irgendwann mal in so einem Luftschacht mal treffen würdest. Feinde im nächsten Stock! Moin! Ein Stichwort! Naja. Meine Spinnendrogen wirken. Kennst du denn. Achso, da ist das Punktschwinger. Okay. Moin! Wie töten? Zuschlagen. Bitte! Ja, genau. Spider-Man tötet nicht, außer. Hey, starker Junge! Jetzt schieße, okay. Ach, genau, in der Luft. In der Luft. Luft. Luft, Luft, beides. Ich würde ja auch kurz Geld abheben. Meine. Ach, guck mal, hier liegt so ein Rucksack, denke ich. Ja, komm. Nimm den doch gleich mal mit. Ach so, und aussammeln darf ich den gerade nicht, ne? Sehr schön. Das war der Bud Spencer Klopper der Woche. Oh oh, Fokusleiste voll. Bei voller Fokusleiste kannst du einen Finisher ausführen, mit dem du einen Gegner unmittelbar ausschalten kannst. Ja. Festhalten, damit er nicht rumspringt! Hä? Das wird ein mieser. Dachtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Ja. Was ist das denn für eine Kombination? Muss ich mir aus den Finger verrenken hier? Ups. Ich werde dir das Maul stopfen. Für immer. Schnappt euch! Mach mal eine Pause. Und der nächste. Au. So. Nein, 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 nein. Jetzt gibt's Saures. Wer möchte einen Feuerlöscher gegen das Gesicht? Na, denkt ihr über euer Leben nach? Das wäre jetzt so eine Szene gewesen, ne? Also so eine Szene aus der Sicht des Bösewichts, wie der dann sagt dann so, ihr fragt euch sicher, wie ich in diese Situation gekommen bin. Ah, reden und kloppen ist wieder so zweierlei. Komm her. Ich muss den Serverraum finden, bevor alle Beweise vernichtet sind. Ach, die Beweise. Die braucht doch keiner, wir sind hier in Amerika. Bitte. Es geht nach Gegnern. Ich muss mich irgendwie reinschleichen. Okay. Wow, ich kann sogar mein Spiegelbild sehen. Cool. Da ist er ja. Der Bus will das Geheimnis. Mein kleiner Privateingang. Fisk ist zwar ein richtiger Schmutzfink, aber seine Luftschächte sind echt sauber. Beeilung, der Boss will, dass alles gelöscht wird. Das Löschen geht eben nicht schneller. Du kriegst so einen Lüftungsklappen-Takedown, natürlich, was es nicht alles gibt. Kann ich hier nochmal eben weiter? Ja, kann ich. Da kann ich allerdings keinen Lüftungsklappen-Takedown tun. Moin. Niedlich, wenn sie so nichtsahnend sind. Wie sieht's aus? Die Hälfte ist geschafft. Cool, hat keiner gemerkt. Eine Minute oder zwei. Ob die Cops wissen, wo wir sind? Denk nicht an draußen. Konzentrier dich lieber. Wo ist dieses draußen, von dem wir immer alle reden? Ich hab mein Passwort vergessen. Spider-Man! Hörst du nicht an die Konsole? Au. Ja, genau, deshalb schreibe ich mir alle Passwörter drauf und vergesse sie dann immer. Au! Und ich fand den Typen bei meinem letzten Job unhöflich. Der Pin King. Wenn du dein Passwort nie wieder vergisst. Aber warum? Heiß! Ah, das war knapp. Muss die Konsole erreichen, bevor der alles steht auch nie ist. Wieder auf. Noch nicht zu heilen. Okay. Sekunden. Wo? Oh. Noch 5 Sekunden bis zur Löschung. Mal sehen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen sind. Oh, ihr habt den letzten Kernel-Patch vergessen. Du versteckst dich im Serverraum. Wie feige. Sogar für dich. Sagt der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren. Bist du immer noch bloß ein dummes Kind? Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Verdammte! Brech die Tür auf! Sofort!
hat X gedrückt, um eine Luftschleuder auszuführen. Der Typ vor mir sieht gerade so aus, als wäre er nicht gerne da, wo er jetzt gerade ist. X. Umgeht ihn! Zerstört alles! Yo! Der Bock zieht dich um! Mein Werk! Was hast du jetzt? Hat X und dann. Genau, Luftschleuder, please. Na, einmal habe ich einen aufgeblasenen, vollgefressenen Gangsterboss noch vor dem Frühstück ausgeschaltet. Wie kann er denn vollgefressen sein, wenn das vor dem Frühstück war? Ja, deine Schuld, meine Schuld, unsere Schuld, die Schuld der Welt. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Die Schuldenfalle. Oh, hat schon wieder einer eine Knarre. Au! Tja, dann mach dich besser bereit. Du kriegst die Luftschleuder. Du Drecksack. Fernhalten von den Netzen! Hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Und er auch. Okay. Fair enough. Au. So, tschüss. Da heile ich mich doch gleich mal. Und das ist gar nicht mal so viel, wie ich eigentlich wollte. Yuri, eine Explosion! Ich hab's gesehen. Fizz könnte alles verdrahtet haben. Ich schicke das Bombenkommando. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Tötet ihn, sonst tötet der Boss uns! Klingt fair. Dann töten euch eben meine Füße. Wir haben noch mehr Waffen. Ah, nicht schon wieder einer mit Waffe, Mensch. Ich sag. Wie, das ist kein Spiel. Okay, was ist mit ihm? Ah, hören Sie auf zu schießen! Genau sie. Ich hasse diesen Mist! Ich glaube, das waren alle. Warum steht oben Health System, wenn ich das Spiel auf Deutsch spiele? Verstehe ich. Nicht aktiv. Juppdi-dupdi-dum. Der läuft auch so, wie andere Leute morgens, ne, zur Zeitung rauslaufen. Das ist der Rucksack hier. Soll mir das Angst machen? Ich muss nach oben, um alles für das Bombenkommando zu sichern. Ich bin noch dabei. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Okay. Die wissen, was sie tun. Vor allem, weil sie die gleiche Frisur haben. Keine Absprache mehr nötig. Kann ich da nicht hoch? Wieso kann ich da nicht hoch? Der Weg ist frei! Los! Hey Jungs! Ich glaube, Bomben gehören zu Willys Fluchtplan. Sie scheinen festzusitzen. Kümmere dich um sie. Wir suchen die Bomben. Ja, ich renne auch immer so. Das ist meine höhere Stimme. Sie wurden bei der letzten Explosion eingeschlossen. Ich muss sie befreien. Wo? Ach, Zivilisten. Die Leute... Oh, oh. Die Leute einfach mal nicht arbeiten wollen. Selbst schuld. Los, moin! Evakuiert das Gebäude! Mhm. Oh, Kaffee. Irgendwie rauskommen. Da gibt's noch Kaffee. Boah, das ist ja der tristeste Arbeitsplatz ever, wenn du hier so in der Ecke sitzt. Und dann mal wieder alles überfallen wird. LBRB. Fast. Ich hab da hinten auch Leute gehört. Ich werde sie finden. Ich hab da gar keinen mehr gehört. Wo muss ich denn hin? Ich heb's hoch. Ah, wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wer gehen kann, hilft den Verletzten. Verstanden? X. Ah, das erste Quick-Time-Event. Ja, danke. Los, los, los! Okay, Willy. Das ich komme.
Spider-Man, ich bin's, Yuri. Wie geht's, Captain? Könnte besser sein. Unsere Helis haben was abbekommen. Wir mussten den letzten aus dem Verkehr ziehen. Wenn sich Fisk einen Heli ruft, können wir die Landung nicht verhindern. Und niemand, der ihn jagt, wenn er wegfliegt. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass er das die ganze Zeit geplant hat? Weil es wahrscheinlich so ist. Nice. Sehr vorausschauend, der Gute. Hier gibt's nur Dunkelheit. Okay. Dunkel und Trostlosigkeit. Yuri, schick die Sanitäter, schnell! Ich versuch's. Oh. Hier war doch irgendwo mein Steuerberater. Dem habe ich auch noch ein Netzchen zu spinnen. Ein Faustbrot zu snacken. Wow, dein Ernst? Achtung! Ja, genau. Ich dachte, da kommt erstmal so ein kompletter Stopp. Nein. Au. Finde ich jetzt aber schon so ein bisschen unfair. Ich meine, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Tschüss. Schluss mit Schwingen. Kämpf! Ja, er lebt noch, genau. Immer noch. Jetzt ist Schluss. Ich meine, gut, er soll auch eigentlich weiterleben, aber... Mehr Raketen? Oh, oh. Bisschen übertrieben, oder? Nein. Ach, und Feuer. Feuer gibt's auch. Keine Chance, Alter. Moment. Au. Oh, oh. Ach, schieß doch einfach. Was? Ist nationaler Raketentag oder so? Oh, so ein Zufall. Gerade heute. Mein Lieblingsfeiertag. Ja, genau. Warum schießen eigentlich immer alle auf mich? Mist! Holt ihn auf den Boden! Um mich zu heilen, ja, bitte. Oh, erwischt! Oh. So, das sieht nach dem Hauptkonferenzraum aus. Den werde ich gleich betreten. Ich schaue mich erstmal, ob die Aufnahme auch so geklappt hat, wie sie soll. Dann bedanke ich mich schon mal für das Zusehen der ersten Folge. Ich hoffe, es werden mehr. Ja, und dann laufe ich jetzt noch ein bisschen planlos durch die Gegend. Ne? Und sag dann mal bis demnächst.